Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum heutigen Projekt FF Live Trading der kanadischen Zinsentscheidung. Mein Name ist Stefan Aigner, German Trading Desk Manager. Ich begrüße Sie recht herzlich zum heutigen Live Trading Webinar. Erste Frage wie immer an Sie. Können Sie mich gut verstehen und den Bildschirm sehen mit unserer PowerPoint-Präsentation zu diesem News Trading Highlight? Wir haben in 15 Minuten um 16 Uhr die kanadische Zinsentscheidung vor uns. Super, vielen Dank fürs Feedback. Wir starten jetzt rein in die Präsentation. Ganz kurz, worum geht's? Wir haben viele Trader, die auch noch nicht so richtig im Projekt Finanzielle Freiheit in den Livestream-Webinaren dabei waren in den letzten Wochen. Bitte beachten Sie diese Risikohinweise, wenn Sie hier kopieren. Wir haben heute ein News-Trading-Event und dann noch eine VIP-Analyse für US-Aktien. Und das steht hier auch auf der Agenda. Der erste Punkt, kanadische Zinsentscheidung. Hier haben wir 2 bis 3 Trades. Erstmal den Sentiment-Trade auf die erwartete Marktpreisbewegung vor dem Event bis zum Event. Und dann Aktion-Reaktion, unsere News-Trading-Strategie, die Sie vielleicht auf den Silber-Plus-Webinaren können. Das zweite große Thema werden die US-Aktien sein. Da haben wir heute ein Riesenthema auf den internationalen Finanzmärkten. Vielleicht wissen Sie es schon. Ansonsten müssen Sie sich da noch ein klein wenig gedulden. Dazu kommen wir in 15 Minuten. Letzter Punkt ist dann auch nochmal der Hinweis, alle Webinar-Updates zu diesem Webinar, zu den Trades, zu Performance und zu weiteren Live-Trading-Webinaren im Juli im Projekt Finanzielle Freiheit finden Sie auf unserer Facebook-Gruppe. Viele Scalping-Trader haben mich ja in letzter Zeit gefragt, wie lange dauert die Sommerpause, was ist mit Ihnen? Ich bin weiterhin bei 24 Optionen sehr stark bemüht, die Trading-Strategien weiter zu entwickeln, insbesondere die Scalping-Strategie. Und da werden wir Ende Juli mit Updates kommen und mit Live-Trading-Webinaren. Also da sind wir dran und heute sind wir an der kanadischen Zinsentscheidung, die wir in knapp 13 Minuten erwarten. Hier sehen Sie um 16 Uhr Bekanntmachung zum Zinssatz der kanadischen Zentralbank. 0,5% sind die Zinsen in Kanada und das soll der Prognose nach, das ist eine Expertenbefragung, die hier zum Ausdruck kommt, auch so bleiben. Das ist die Daten der Chartstation, die wir uns gleich anschauen werden zum kanadischen Dollar, japanischen Yen mit den Pivotlinien hier und dem Tickchart. Damit möchten wir den Aktio-Trade absetzen und dann eventuell, wenn wir reagieren müssen, natürlich gut den Reaktio-Trade timen. Eventuell brauchen wir einen Reaktio-Trade, wenn der Aktio-Trade nicht in Gewinn endet. Und das wollen wir hier abbilden mit unseren Pivotpunkten und dem Tickchart, dass wir hier eine saubere Ad-Hoc-technische Analyse hinbekommen. So, wir kommen zu unserem ersten Trade. Das ist der Sentiment-Trade. Und der Sentiment-Trade lautet kanadischer Dollar, japanischer Yen auf Hoch. Wir gehen jetzt auch gleich rein in die Plattform, schauen uns Netanya an. Wir schauen uns die Marktpreisentwicklung des Tages nochmal an im 5-Minuten-Chart und gehen dann rein in den 1-Minuten-Chart. Wir treten hoch hier mit 5.000 Euro. Der zweite Trade dann wird der Aktio-Trade sein, kanadischer Dollar, japanischer Yen, um 15.55 Uhr und 30 Sekunden. Das ist die Strategie, die Sie voraussichtlich kennen, Aktio-Reaktion mit hoch 10.000 Euro und Reaktio-Trade, kanadischer oder japanischer Yen, Laufzeit flexibel, Richtung flexibel, da werden wir ad hoc technisch analysieren und eine Verdopplung des Handelseinsatzes vornehmen. Das ist unser Thema jetzt für die nächsten gut 15 Minuten. Wir schließen jetzt die Präsentation. Ich zeige Ihnen noch die Folie, die danach kommt. Also es lohnt sich hier wirklich voll im Webinar dran zu bleiben. Halbe Stunde mindestens. Vielleicht haben wir noch Zeit für die Erdöllagerbestände. Das ist dann das große Thema Pokémon Go. Wie können wir das traden? Dazu kommen wir in 15 Minuten. Jetzt schauen wir uns den Sentiment Trade an. Kanadischer Dollar, japanischer Yen. Und dazu öffnen wir unser Handelskonto, unsere Tradingsplattform. Wir gehen auf den Hochtiefbereich Forex. Wir sind hier im Diamantenkonto, das Sie aus den Gold-Ono-Webinaren kennen. 567.216 Euro, das Budget unserer Investoren. Und wir gehen hier auf den kanadischen Dollar, japanischen Yen, den Sie hier unten finden. Wir wählen hier die Ablaufzeit von 16 Uhr Mitteleuropa, 17 Uhr Limassol aus. Die Richtung hoch, den Handelseinsatz 5.000. Verkleinern hier den Bildschirm und Sie werden jetzt die Netanya an der Chartstation zusätzlich hinzubekommen und dann möchte ich Sie kurz bitten zu bestätigen, dass Sie die Handelsplattform sehen, dass Sie den Sentiment Trade sehen und dass Sie sehen, was wir hier unten haben, unsere technischen Werkzeuge in der Netanya Chartstation.
Bitte kurz bestätigen im Chat. Super, danke fürs Feedback. Danke für die Bestätigung, dass Sie den Daniel Chart Station auch sehen können. Wir machen die nochmal groß, dann sehen Sie es noch besser. Wir gehen hier auch nochmal in einen größeren Zeithorizont, in den Stundenchart. Da sehen wir das große Sentiment und die große Bewegung im Kat-Yen war sehr, sehr bullisch der letzten Tage. Heute allerdings, in den letzten 3 Stunden vor der Zinsentscheidung, geht es nochmal nach unten. Wir befinden uns im Stundenchart an einem schönen Support-Level. Das könnten wir noch ein bisschen tiefer setzen, wenn wir die Dochte mit berücksichtigen. 79,60, 69,70 in dieser Bandbreite. Wenn wir den 5-Minuten-Chart gehen, dann sehen wir hier auch eine sehr, sehr starke Abwärtsbewegung unter diese Pivot-Linie. Und wir sind im Bereich des Support-Levels, haben hier eine Dochtbildung. Und wenn wir jetzt in den 1-Minuten-Chart gehen, dann sehen wir das noch besser. Und hier werden wir gleich den Sentiment-Trade timen. Wir erwarten keine Veränderung auf Basis der letzten Ergebnisse, auch die Expertenumfragung zeigen keine Veränderung an. Das Sentiment, was hier jetzt bearish geht, also auf Sell kanadischer Dollar, das spekuliert auf eine Zinssenkung, die wird nicht stattfinden, wenn wir von den aktuellen Expertenmeinungen ausgehen dürfen. Und im technischen Sentiment haben wir aktuell eine sehr, sehr gute Möglichkeit. Der Tickchart zeigt nach oben. Wichtig ist, dass wir nochmal überprüfen. Kat-Yen, 16 Uhr in Mitteleuropa, 5000 Euro hoch. In 10 Sekunden haben wir die nächste Kerzenöffnung. Wir warten nochmal auf den Tickchart, schauen uns das auch in der Linie an. Hier sehen Sie auch nochmal das Support-Level. Ich zoome hier nochmal rein. Tickchart zeigt nach oben. Neue Kerze öffnet. Und wir haben einen neuen Hochpunkt. Wir warten auf den nächsten Tick, der bullish ist. Go! Das war das Signal. Wir sind im Markt bis 16 Uhr. Kat-Yen 79,730. Also ich hoffe, da war genug Zeit für Sie zu partizipieren an diesem Trade über das Copy Trading, dass Sie hier diese Bewegung auch nochmal nachvollziehen können. Wir hatten den Tiefpunkt, der war im Bereich der letzten Supportlinien, sowohl im 5-Minuten-Chart als auch im Stunden-Chart. Wir hatten eine klare Korrektur im Tick-Chart und aufgrund der unveränderten Prognose und der Meinung, dass hier keine Zinssenkung stattfindet, Zinserhöhung ist auszuschließen, erwarten wir tendenziell einen bullischen Dollar nach dem Event und deswegen ist der Aktio-Trade auch so strukturiert, dass wir Kat-Yen hochtraden, kurzfristig 5 Minuten. Und das ist der Trade, den wir jetzt vorbereiten, unabhängig von unserem Sentiment-Trade, den wir verhältnismäßig mit dem kleineren Betrag gesetzt haben, mit der Hälfte. So, Kat-Yen haben wir hier. Und der steigt jetzt schön. Also das ist der aktuelle Trade. 3 Pips im Plus. Und wir werden in 2 Minuten den Aktientrade setzen. Kat-Yen hoch mit 10.000 Euro. Bitte auch nochmal kurz bestätigen, dass Sie bereit sind für unseren Aktientrade, den wir in 2 Minuten gemeinsam setzen möchten, hier im Copy Trading Zinsentscheidung in Kanada. Super, vielen Dank fürs Feedback. Wir haben noch 1 Minute und 20 Sekunden. Das ist ja die fixe Regel, die Sie auch auf unserer Facebook-Seite in den Postern immer nachverfolgen können, in unseren Aktio-Trades. 4,5 Minuten vor dem Event steigen wir ein in die Märkte und hier sehen wir das Event, was vor uns steht. Um 16 Uhr in Mitteleuropa, die Zinsentscheidung in Kanada wird bekannt gegeben. Wir sind bereit für unseren Trade, noch knapp 60 Sekunden. Dann möchten wir einsteigen. Wir sehen unser Sentiment-Trade schon wieder schön im Plus. Super getimt der Einstieg hier. Und wir gehen jetzt in den, sorry, das war der Tickchart, den ich verstellt habe. Hier sehen Sie auch nochmal, wie man den Tickchart einstellt. Das ist die Einstellung bei Nedan, der hier mit dem T. Wir gehen hier auf den 1-Minuten-Chart und sehen kleine blaue Kerzen wieder in Richtung unserer Pivot-Linie hier. Das ist die mittlere Linie, die hellblaue. Also die Pivot-Linien, die Pivot-Punkte miteinander verbinden, finden Sie hier in den Indikatoren. Yeah.
Pivo. So, wir sind bereit. Noch knapp 15 Sekunden. Kanadischer Dollar, japanischer Yen. 5 Minuten Option auf hoch. So, wir kommen zum Countdown. Die Option 3, 2, 1, go! Die Option ist eröffnet. Kanadischer Dollar, japanischer Yen. 10.000 Euro im Projekt Finanzielle Freiheit Diamond Account. 10.000 Euro auf hoch hier auf diese Bewegung. Wir haben noch etwas mehr als 4 Minuten zum Event. Wenn jetzt noch Fragen, Unklarheiten bestehen, bitte jetzt schreiben. Nachher wird es sehr, sehr wichtig, dass wir mit Geduld und Konzentration den Auslauf der Trades erstmal abwarten und dann eventuell reagieren. Es kamen noch 2, 3 Fragen zu Netanya Chartstationen, wie man diese Chartstation erhalten kann. Die Chartstation ist webbasiert, kostenlos und über eine Registrierung auf netanya.com sehr, sehr leicht einrichtbar. Man braucht Java-Updates, alles erklärt in unserem großen Webinar zu Netanya Chartstation meines Kollegen Thorsten Springer. Schauen Sie sich das an über Facebook, sprechen Sie mit Ihrem Account Manager, fordern Sie diese Webinaraufzeichnung an. Die Netanya Chartstation ist das Fundament für jeden Daytrader, der technisch arbeiten möchte. Unsere Professional Charts können selbstverständlich ad hoc auch manchmal helfen. Aber für progressive technische Strategien, gerade wenn wir auch kurzfristig schauen, ist die Netanya Chartstation das Tool überhaupt. Und das können Sie kostenlos webbasiert nutzen auf dieser externen Plattform. So, 2,5 Minuten. Wir drehen den japanischen Yen, weil der Yen aktuell tendenziell stabil ist. Keine Flucht in sichere Häfen heute. Also der Yen auch tendenziell schwach. Und das passt natürlich zusammen mit unserer Prognose, mit der Cut-Yen-Prognose. Wir haben es gesehen, wenn wir in den Stundenchart gehen. Im Cut-Yen hatten wir eine schöne bullische Aufwärtsbewegung. Und diesen Makrotrend möchten wir auch gerne in den Aktientrades wiedergespiegelt haben. Das ist der Grund, warum wir uns hier für den kanadischen Dollar-Yen entscheiden. Wenn wir den US-Dollar mit dem kanadischen Dollar traden oder den Euro mit dem kanadischen Dollar, wo der Euro bzw. der US-Dollar erst genannt ist, dann müssen wir selbstverständlich die Richtung ändern. Ein bullischer kanadischer Dollar lässt den US-Dollar-kanadischen Dollar-Kurs hin. Das ist die Mathematik. Der Bruch ist der relative Preis zwischen zwei Währungen. So, wir sind ganz knapp unter unserem Einstieg. Wir haben noch gute 2 Minuten bis zum Auslauf der Option. Hier ist noch alles möglich. Selbstverständlich wird auch diese Veröffentlichung wichtig sein, wobei das in 30 Sekunden nicht das Entscheidende ist. Unsere bullische Strategie beruht hier auf der Prognose, dass hier keine Zinsentscheidung stattfindet, keine Zinserhöhung, keine Zinssenkung, dass die Entscheidung gleich bleibt und dass temporär der kanadische Dollar durch diese Bestärkung der 0,5, die natürlich historisch sehr, sehr niedrig sind, aber international doch noch recht stabil, dass diese Bestätigung den kanadischen Dollar stärkt. Zum Beispiel, wenn wir in den japanischen Wirtschaftsraum schauen, die Bank of Japan steht vor neuen expansiven Maßnahmen, die EZB auch, die Schweizer Notenbank auch und vielleicht sogar die Bank of England. Bank of England, morgen die große Zinsentscheidung, da wird es auch von uns auf Facebook Hinweise geben. So, der Kurs ist jetzt deutlich abgesagt, 5 Pips und wir haben noch 1 Minute und 10 Sekunden. Wir erwarten die große Marktpreisbewegung nach Veröffentlichung, nach Bekanntmachung der Zinsentscheidung. Hier ist noch alles offen, 1 Minute. Also wir können auch nochmal hier kurz einen Blick auf den Sentiment Trade werfen, dass wir auch nochmal die Perspektive betrachten. Hier geht es jetzt nach unten. Starke bärische Bewegung im Tickchart. Also da steigt schon die Volatilität hier. Es geht aber so schnell wie möglich wieder auch nach oben. 4 Sekunden noch. Wir schauen auf die Zinsentscheidung in Kanada. Wir schauen auf die Marktpreisbewegung. Es ist 16 Uhr, der Kurs steigt, meine Damen und Herren. Wir haben noch 25 Sekunden. Wir warten ab, der Kurs steigt deutlich. Wir haben keine Veränderung in Kanada.
0,5%. 0,5%. Keine Veränderung. Schauen Sie sich diesen fantastischen Aktientrade an. Sentiment Trade endet im Geld. 20 Pips. 10, 9, 8, 7, 5, 4, 3, 2, 1. Wow. Am Ende kam eine Korrektur. Das reicht trotzdem dicke 10 Pips im Plus. Aktio und Sentiment sowieso. Hier noch schöne 6 Pips. Das ist die Entscheidung in Kanada. Keine Veränderung. Und das war genau die Prognose. Das war genau die Expertenmeinung. Und das war das, was wir hier im Sentiment technisch perfekt eingestiegen traden. Herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank fürs Feedback. Gratulation zu den Renditen mit unseren Handelseinsätzen. 5.000 und 10.000 haben wir bereits im Webinar fünfstellig verdient. 11.550. Und wir machen heute nur weiter, weil es ein sehr, sehr wichtiger Tag ist. Wir machen hier weiter, weil wir eine exzellente Analyse haben, die ein bisschen langfristiger sein wird. Aber bitte bleiben Sie jetzt dabei. Bitte schauen Sie sich diese Analyse an. Das ist eine fantastische Möglichkeit, heute mit dieser Analyse die Grundstein zu legen für einen großen Hedge, für eine tolle Rendite. Wie gesagt, es wird ein bisschen langfristiger. Wir gehen auf unsere nächste Folie. Wir brauchen keinen Reaktion-Trade. Wir gehen auf unsere nächste Folie. VIP-US-Aktienanalyse. Sie wissen schon, es geht um US-Aktien. Das ist die Schlagzeile. Pokémon Go News. Sie müssen sich das mal vorstellen. Es gibt bei Bild.de auf der Startseite einen Poké-Ticker zu den Pokémon News. Mädchen im Pokémon-Look. Das gab es früher auch schon. Was ist die Schlagzeile und wie können wir das traden? Die Frage möchte ich zuerst an Sie zurückgeben. Haben Sie was gehört heute? Pokémon, go! Ja, also viele von Ihnen haben schon von Pokémon gehört. Wie können wir das denn traden? Welcher Asset kommt da in Frage? Es geht um US-Aktien. Apple ist nicht direkt beteiligt an Pokémon. Ich kläre Sie auf. Pokémon Go ist eine mobile Applikation, die seit Anfang Juli auf dem Markt ist. Am 6.7. erstmalig vorgestellt in Australien, in Neuseeland und in den USA. Seit heute, 13. Juli, auch in Deutschland, in Europa verfügbar. Augmented Reality ist die große Innovation. Sie können mit dieser mobilen App die Realität erweitern. Und was das alles bedeutet, das sollten Sie wirklich selbst erleben. Das kann ich nicht in Worte fassen. Wir haben die App hier schon im Büro heute getestet. Das macht wirklich Spaß. Das sage ich Ihnen. Also, diese App ist verfügbar seit Juli, knapp 2 Wochen, seit 6. Juli in den USA, Neuseeland, Australien, seit heute in Deutschland. Und die Frage natürlich ist für uns Trader, wer macht diese App? Welches Unternehmen, es geht um US-Aktien, ist davon positiv oder negativ betroffen? Pokémon Go ist eine Applikation, die aus Niantic Inc. entstammt. Niantic Inc. ist ein Startup aus Kalifornien, gegründet von John Hanke, der ehemals bei Google in der Augmented Reality geforscht hat. Google ist an diesem Unternehmen beteiligt und die Pokémon Go App ist gemeinschaftlich in Synergien entstanden. 30 Millionen Investitionsgelder von Google, von Niantic Inc. und von Nintendo. Nintendo aus Japan. Die ersten Ergebnisse, und hier geht es um die finanziellen Ergebnisse und die Projektion in die Zukunft, übertreffen alle Erwartungen. In Japan, in Asien ist die App eingeschlagen, in den USA sowieso und jetzt heute auch in Deutschland. Das sehen wir hier. Die Stars sind die Pokémon-Fieber. Das wird sich kommerzialisieren lassen und das wird große Gewinne bedeuten. Unter anderem für Google und die Alphabet Inc., die Holdinggesellschaft. Google hat damit mal wieder bewiesen, dass sie die richtigen Bets setzen, die richtigen Wetten in die Zukunft, wenn es um Technologien geht, wenn es um richtige Forschung geht. Augmented Reality, das wird die Zukunft bedeuten in vielen Bereichen. Und das ist auch der wesentliche Punkt. Google ist an Niantic beteiligt und Niantic ist für die
mit für die Entwicklung dieser Applikation verantwortlich. Das wird aber nicht das letzte Projekt sein und die letzte Applikation, mit der er sich Geld verdienen lässt. Wir schauen uns noch mal näher Informationen dazu an. Pokémon Go hat schon in den ersten Tagen mehr Downloads als Tinder und mehr als Twitter erreicht. Wird oft schon mehr verwendet zeitlich als WhatsApp, Instagram, Snapchat oder Facebook Messenger. Das lässt sich alles statistisch analysieren. Ist das größte mobile Game, das jemals auf den Markt gebracht wurde. Und Niantic ist auf dem Weg, der nächste Börsenstar zu werden, wenn es um ein IPO geht. Und da wird Google nochmal kräftig mitverdienen. Google ist relativ versteckt, da sind die Eigentumsverhältnisse nicht ganz publik an Niantic beteiligt. Niantic ist noch privat gehalten, unter anderem von John Hacke, Ex-Employee von Google. 30 Millionen investiert und Pokémon Go hat schon in den letzten Tagen den Google Stock richtig nach oben gepusht. Wie weit nach oben, das sehen wir gleich auf der Plattform. Das ist die wesentliche Message von Analystenseite. Von Bloomberg befragte Analysten im Consensus Rating. 44 Analysten aufkaufen, das sind 90%. 5% aufhalten, das sind 10%. Und kein einziger Analyst stuft Google bzw. Alphabet auf Verkaufen ein. Zielpreis der Analysten im Konsensus $908. Und der aktuelle Preis $732. Also hier ist noch viel Luft nach oben, genauer knapp $175. Und das sind zum aktuellen Preis über 20%, meine Damen und Herren. Über 20% Upside Potential. In der Google-Aktie, jetzt haben wir noch die technische Analyse hier, die das noch weiter verstärkt. Und das ist aktuell, das ist tagesaktuell, das ist heute Morgen von unserem Senior Market Analyst erstellt worden über das Bloomberg Terminal. Wir sehen hier die Downward Trendline. Ist durchbrochen nach oben, ein bullisches Signal. Wir sind über dem 50-Day Moving Average, über dem Mittelwert. Und das ist eine etwas tiefergehende professionelle technische Analyse. Put-Call-Volume-Ratio, da sehen wir hier, ist wieder am Steigen. Die war sehr, sehr niedrig und ist dabei, diese bärische Trendline zu durchbrechen. Das ist ein weiteres technisches Indiz für diese Prognose. Und die Prognose lautet natürlich Google hoch. Das habe ich hier jetzt von Ihrer Seite schon oft gelesen. Wir haben heute Morgen und auch in den letzten Tagen und Wochen schon sehr, sehr oft mit vielen, vielen aktiven Tradern über Google gesprochen. Heute gibt es Neuigkeiten zu Pokémon Go. Und das sind eben diese Fakten. Wir haben Pokémon Go in Deutschland verfügbar. Und wir traden Google hoch, jetzt im Diamanten-Account. Und wir traden alle langfristigen Laufzeiten, die wir verfügbar haben. Weil was noch dazu kommt zu diesem Targetpreis $908.37 ist, dass Google vor dem Earnings Release steht, vor der Quartalsveröffentlichung. Am 28. Juli ist es soweit. 28.07. Einen Tag nach der Fed-Zinsentscheidung am Donnerstag. Den müssen Sie sich merken. Der letzte Donnerstag im Monat, 28.07. Da wird es auf jeden Fall auch ein Live-Trading-Webinar geben. Genauso wie es zur Fed-Zinsentscheidung am 27. eins geben wird. Hier haben wir wieder einiges vor. Dann was die Earnings Season angeht. Und wir können diesen Trend, der entstehen dürfte, weil diese Meldungen sollten nicht ablassen. Jede Vorstellung, jedes neues Land, jeder Tag kann hier neue herausragende Zahlen bringen und die Fantasie der Investoren bis zu diesem Earnings Release beflügeln. Und deswegen ist jetzt der richtige Zeitpunkt, Google hoch zu traden. Google hoch mit allen verfügbaren Laufzeiten. Und das sind die Trades, die wir jetzt gemeinsam machen. Wir machen die Plattform groß und wir machen das langsam gemeinsam hier im Rahmen unseres Copy Trading. Erstmal schauen wir uns natürlich auch nochmal kurz den Preis an. Aktuell Google bei $721. Wenn wir die erste Option, die wir setzen möchten, Tagesende-Option auswählen, dann sehen wir seit Börsenöffnung schon in einen bullischen Trend gekommen. Wenn wir hier nochmal einen Chart öffnen, können wir noch weiter zurückblicken. Das geht treppenförmig nach oben. Und nach oben ist alles frei. Technisch gesehen. Wir haben die Aufwärtstrendlinie hier durchbrochen, das war der Punkt. Am 8. Juli und seitdem haben in regelrechten Jumps geht es nach oben. Und das ist ein selbstverstärkender Effekt. $908, das ist das Ziel.
dass sie Analysten auserkoren haben für Google. Aktuell sind über 721. Wir setzen hier insgesamt 6 Trades, nur dass sie vorab im Bilde sind, 6 Trades. Wir setzen die erste Option für heute mit einem Handelseinsatz von 20.000 Euro und die anderen 5 mit jeweils 10.000 Euro. Dieses Thema Google wird uns bis zum 30.09. hier im Diamanten-Account noch beschäftigen. 20.000 Euro Google hoch bis heute Abend 22 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Go! Google hoch bis zum 15.07. 22 Uhr mitteleuropäischer Zeit. 10.000 Euro. Go! Google hoch bis zum 28.07. 10.000 Euro. 22 Uhr. Go! Google hoch bis zum 29.07. Und hier sehen Sie auch, wir haben hier die Laufzeiten sowohl am Tag des Earning Release wie danach. Earning Release aller Voraussicht nach Nachbörsenschluss. Go! Wir wollen hier das gesamte Potenzial von Google bis 908 ausschöpfen. 20% Upside, wenn wir den Analysten hier vertrauen und der technischen und fundamentalen Analyse. Google hoch, 31.08. 22 Uhr, 10.000 Euro, go! Dieser Google Trade wird bis zum 30.09. Thema sein in unseren Webinaren auf unserer Facebook-Seite. Hier werden wir Sie jederzeit, wenn wir neue Meldungen haben zu Google, zu Pokémon Go oder zu sonstigen kursrelevanten Themen informieren. 10.000 Euro, Google hoch, 30.09. 22 Uhr, go! Und jetzt warte ich auf Ihr Feedback und auf Ihre Fragen. Vom Live-Trading her sind wir jetzt am Ende des Webinars. Bitte geben Sie mir Bescheid, wenn Sie die Trades kopieren konnten, wenn Sie Fragen haben, auch wie es weitergeht. Ansonsten bleiben Sie bitte noch dabei. Ich möchte hier am Ende nochmal 3 Minuten weitere Ankündigungen machen zum Projekt Finanzielle Freiheit und zum Thema, wie Sie erfolgreich bei uns teilnehmen können in den Copy Trading Webinaren in den nächsten Tagen und Wochen. Also hier kamen noch ein paar Fragen, wie es weitergeht jetzt im Projekt Finanzielle Freiheit, erkläre ich Ihnen gerne. Wichtig ist, dass Sie immer den Webinarkalender und die Facebook-Seite beachten. Facebook-Seite, hier haben Sie die Ad-Hoc-Informationen zu den Markt, zu den Marktupdates, zu den Webinaren. Sie haben die Webinaraufzeichnung und Sie haben hier wirklich alle Informationen, die Sie brauchen. Wenn Sie statisch den Überblick sich verschaffen möchten, dann bietet sich der Webinarkalender an, wo Sie alle Links haben, unser Projekt Finanziellen Freiheit Webinare, die regulär sind. Das ist Märkte am Morgen mit Eric de Graaf, täglich um 8.50 Uhr. Hier finden Sie alle Links. Das ist das Silber Plus mit Markus Wendler, das haben wir morgen wieder am Donnerstag um 14.15 Uhr. Jobless Claims nach dem Non-Farm Payroll, sehr, sehr wichtiges Ereignis. Hier haben Sie die Möglichkeit, ab Silber Plus Konto zu partizipieren und dann unsere Highlights in den letzten Wochen, die Gold Uno Swiss Webinare, Swiss Style, 60 Sekunden Trendumkehr, Michael Kaufmann, Schweizer Deutsch. Brauchen Sie nicht alles 100% zu verstehen. Sie müssen nur sicherstellen, dass Sie die Trades richtig kopieren und Sie haben die Möglichkeit, in 30 Minuten 5.000 Euro zu verdienen. Das steht morgen an, 3 Live-Trading-Webinare. Am Freitag, merkt ihr, morgen eventuell, morgen oder am Freitag nochmal ein spezielles Live-Trading zur Earnings-Season oder Bank of England Interest Rate Decision. Deswegen bietet es sich immer an, dass Sie die Facebook-Seite im Auge haben und diese Seite liken, um über die neuen Webinar-Ankündigungen informiert zu sein. Am besten schauen Sie immer zwischen 11 und 12 in diese Seite. Ansonsten geht es nächste Woche dann auch wieder regulär weiter. Das ist noch die letzte Woche, wo wir kein Scalping haben werden. Und dann
Voraussichtlich ab Montag, den 25. Juli, gibt es eine kleine Scalping-Session hier in dieser Woche mit 2 oder 3 Terminen und dann im August geht es richtig los mit einem ganz neuen Konzept und einem wesentlich intensiveren Programm. Und wenn Sie mich fragen, was wir heute noch traden können, das sind vor allem die Erdöllagerbestände in 15 Minuten. Hier haben wir die Analyse auf Facebook. Hier traden wir auf die Erdöllagerbestände. Hier sehen Sie die Analyse Aktienreaktion KTN um 16.25 Uhr auf hoch. Gibt es Fragen von Ihrer Seite zum heutigen Live-Trading-Webinar und zum Projekt Finanzielle Freiheit Programm im Juli 2016? Wir traden hier KTN in der Korrelation mit Öl, wenn die Lagerbestände höher ausfallen als erwartet, das heißt mehr Angebot als erwartet, das heißt tendenziell sinkender Kurs, dann würde der kanadische Dollar an das Öl fallen. Wir gehen vom Gegenteil aus und die Öllagerbestände, da wird ein starker Rückgang prognostiziert, ein höheres Minus als erwartet, würde heißen, Angebot sinkt stärker als erwartet, das lässt den Ölpreis steigen und somit auch den kanadischen Dollar. Forex-Märkte sind sehr, sehr effizient, sehr, sehr liquide. Wenn der Ölpreis steigt, dann auch der kanadische Dollar. Wir drehen hier den kanadischen Dollar mit dem japanischen Yen. Aus vor allem technischen Gründen. Vor allem im Reaktion-Trade haben wir hier bessere Erfahrungen gemacht. Das ist ein Vorschlag. Sie können natürlich auch direkt Öl traden. Das machen auch viele Trader. Also diese Analysen sind sicherlich auch veränderbar. Wenn Sie ein besseres Gefühl haben, auch hier mit der Laufzeit was zu verändern, wenn Sie technischen Grund sehen, dann gibt es auch immer mal wieder ein Argument dafür, dass man hier was verändern kann. One size fits all gibt es im Trading nicht. Man muss flexibel sein und das zeigen wir in unserem Projekt FF Live Trading Webinar und deswegen sehen Sie auch in den Videoaufzeichnungen die sensationellen Ergebnisse. Und viele Trader, vor allem viele Trader mit dem ausreichenden Budget, sechsstellig und mehr, profitieren in jedem Live-Trading-Webinar von einem disziplinierten Money-Management. Je mehr Budget Sie mitbringen, meine Damen und Herren, desto mehr Sicherheit haben Sie im Konto, desto mehr Stabilität und desto weniger Risiko müssen Sie eingehen, zum Beispiel im progressiven Money-Management. Also 11.550 haben wir schon verdient. Google läuft noch eine Weile. Der kürzeste Trade bis heute Abend. Hier werden wir Sie auf dem Laufenden halten, auf unserer Facebook-Seite. Bleiben Sie da drauf. Informieren Sie sich bitte weiter auf Bild.de auch, was Pokémon Go angeht. Das ist ein super spannendes Thema, Augmented Reality. Wie wird Google hier noch profitieren? Wir sind gespannt. Schauen Sie rein in den Webinarkalender und in unsere Webinare. Morgen geht es weiter um 8.50 Uhr, Donnerstag, Märkte am Morgen mit Eric de Graaf. Ich begrüße Sie wieder, entweder diese Woche zum Special, spätestens nächste Woche haben wir mal wieder was, wo ich Zeit finde, Sie zu begrüßen. Bitte schauen Sie da rein auf Facebook, kontaktieren Sie Ihren Account-Manager, dass Sie auf dem Laufen gehalten werden, wann es wieder losgeht mit einem Live-Training-Special. Und wie gesagt, Webinar-Updates dann auf Facebook, auch die Aufzeichnung im Anschluss. Ich wünsche Ihnen einen erfolgreichen Trainingtag, erfolgreiche Restwoche. Bis zum nächsten Mal. Bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Herzlichen Glückwunsch und alles Gute.